Jetzt werden wir uns als nächstes noch ein etwas komplizierteres Beispiel ansehen, damit Sie eben auch mal einen schreibenden Zugriff sehen können. Und dieses kompliziertere Beispiel wollen wir aber nicht einfach entwickeln, indem wir jetzt verschiedene Klassen von Hand coden, sondern wir wollen uns mal überlegen, wie wir, obwohl REST ja eigentlich ein sehr, sehr einfacher Ansatz ist und sehr stark aus diesen einzelnen Ressourcen heraus orientiert ist, wollen wir trotzdem überlegen, wie können wir hier einen höherwertigen modellgetriebenen Designansatz wählen, also ein Model Driven Design, MDD, für RESTful Web Services durchführen. Zunächst einmal kurze Betrachtung der Alternativen. Wie können Sie hier zu einem Web Service kommen? Welche Art Modell könnten Sie hier einsetzen? Also die erste Alternative, Sie generieren die Entitäten aus einer XML Schema-Datei, XSD, wie eben gezeigt, die dann zum Teil auch gleich als Spezifikation dienen kann, die ja formal wieder auszuwerten ist, automatisiert auszuwerten ist für einen potenziellen Nutzer des Service. Die Umsetzung hier, naja, Sie erzeugen sich ein eigenes Verzeichnis, um damit die Schemaablage bereitzustellen. Sie erstellen das eigentliche Schema, was Sie gerne nutzen möchten. Sie erzeugen die Klassen zum Beispiel mit dem Kommandozeilenwerkzeug XJC. Und im Anschluss nutzen Sie wieder Jersey und dann sogar in Verbindung mit JAXP, was Sie kennengelernt haben für XML. Zweite Alternative wäre, Sie generieren diese Entitäten nicht aus einer XSD, sondern wie eben gesehen aus einer WADL-Datei. Sie können dafür das ebenfalls frei verfügbare Werkzeug WADL to Java verwenden. Die dritte Alternative wäre, Sie nutzen klassisches Model-Driven Design und erstellen UML-Modelle, die Sie dann ganz normal in Java-Code generieren lassen können und reichern diesen Java-Code nachträglich mit Web-Service-Annotationen an. Na, was ist der wesentliche Nachteil hier dieser nachträglichen Anreicherung? Sie ignorieren eigentlich in dem Moment, wo Sie MDD machen, wo Sie nachher hin möchten, nämlich dass Sie zu einem Web-Service möchten. Und obendrein ist das UML wiederum nicht so leicht auszuwerten, automatisiert wie ein XML-Schema. Deswegen scheint hier die zu favorisierende Alternative ganz klar die erste Alternative zu sein. Wir werden die Entitäten aus einem XML-Schema heraus generieren. Das heißt, wir müssen jetzt gleich im Eclipse genau diese Schritte umsetzen, die Sie hier in Spiegelstrichen schon sehen. Also wir erstellen ein Verzeichnis. Wir erstellen dann ein XML-Schema, wir erzeugen die Klassen und danach nutzen wir diese Klassen unter anderem eben Jersey in Verbindung mit JAXP und reichern das Generat noch um einige eigene Funktionen an. Schauen wir nun also, wie das konkret funktioniert. Jetzt wechseln wir also zu einem anderen Projekt. Und die Überlegung war hier, wir nutzen ein Projekt für Notizen. Sie kennen sicher bekannte Web-Services, die Ihnen ermöglichen, Notizen zu hinterlegen. Und genau so etwas wollen wir uns hier im ganz, ganz Kleinen bauen. Die grundsätzliche Struktur hier, die kennen Sie schon. Das ist genau die Struktur, wenn Sie jetzt wieder ein neues Dynamic Web Project anlegen, das Sie zum Beispiel REST Notes nennen könnten. Und Sie brauchen jetzt hier genauso wie vorher wieder Jersey unter Web in Flip. Da sind eben die ganzen Jars wieder abgelegt, damit automatisch den Buildpath hinzugefügt. Sie haben wieder unter den Java Resources ihren eigentlichen Source Code. Und wie schon eben gesagt, Sie definieren sich ein neues Verzeichnis. Ich habe es jetzt mal XML Schema Definition genannt. Und da drin legen Sie eine XSD, eine XML Schema Datei an. Und da können wir jetzt mal reinschauen in diese Datei. Ich habe sie einfach Notes XSD genannt, der Einfachheit halber. Sie sehen also hier, es sind hier zwei Typen definiert. Einmal der Typ Note für die einzelne Notiz und dann Notes für die Auflistung, die Sie interessiert. Was Sie jetzt machen müssen, ist, Sie müssen einmal in die Properties gehen, Show unter Show Properties und müssen hier einstellen, wie soll denn Ihr Namespace sein. Ich habe jetzt hier einfach mal hftstuttgart.de/vs/ws/rest/notes/schema eingestellt. Also den
naja, sich im Wesentlichen intuitiv ergebenden Namespace, den Sie hier ableiten können aus verteilte Systeme und Web Services an der HFT Stuttgart, und dass wir hier gerade REST implementieren und darin ein Beispielprojekt Nodes und dafür ein Schema anlegen möchten. Wenn wir jetzt also hier reinschauen, dann sehen wir, wir haben zwei Typen und können in diese jetzt mal tiefer reinschauen. Schauen wir also mal auf unseren Typen Nodes. Ja, Sie sehen, wie Sie dann hier etwas hinzufügen können. Jetzt gucken wir mal rein durch Doppelklick und sehen hier unser Nodes-Typ, der beinhaltet 0 bis Stern Node-Elemente, und in den einzelnen Node-Einträgen hier, das ist gerade manifestiert durch diesen Typ Node, da befindet sich ein Attribut ID und dann noch weitere Elemente, nämlich eine E-Mail eines Autors, der Titel der eigentlichen Notiz und dann der Inhalt der Notiz, hier jeweils als String-Typen der Einfachheit aber ausgeführt. Das können Sie eben einfach erreichen, indem Sie hier auf der Node zum Beispiel ein Element einfügen, und dann bekommen Sie ein neues Element hier hinter der Node. Sie können für das Element im Nachhinein die Multiplicity setzen. Genauso ist es ja hier bei dem Node-Element auch geschehen über 0 oder mehr. Sie können den Typ noch verstellen, dass Sie sagen, ich brauche einen neuen Typ. Wenn Sie also das hier am Anfang anlegen, dann gibt es ja wahrscheinlich nur die Nodes und eben noch keine Node. Dann können Sie hier umstellen, dass Sie einen neuen Typ Node auch noch brauchen und den dann hier um die Attribute ergänzen. Wenn Sie das alles soweit aufgebaut haben, dann können Sie hier auch wieder zurück auf den Index View gehen. Hier sehen Sie dann beide. Hier könnten Sie also einen Complex-Type hinzufügen, so wie das die Nodes sind. Das würden Sie als ersten Schritt sicher auch so machen. Add Complex-Type. Ja, dann geben Sie hier den Namen Nodes an und danach gehen Sie durch Doppelklick in diese Detailansicht, die ich Ihnen eben gezeigt habe, und fügen die restlichen Eigenschaften hinzu. Damit haben wir unsere Schemadatei fertig. Das Generieren geht ganz einfach über das eine XJC-Kommando. XJC minus Directory, Sie geben an, welches Unterverzeichnis. Sie sehen also, ich stehe hier genau in meinem Ordner REST Nodes, also in meinem Projektordner, gebe dort mit minus D Source eben an, dass ich meinen Quellordner hier als Zielordner verwenden möchte für meinen Code. Und als Quelle muss ich jetzt natürlich hier hinten meine Schemadefinition angeben, also sage ich eben im Verzeichnis XML Schema Definition liegt die Datei nodes.xsd und führe das Kommando aus. Er bekundet dann, dass er das Schema parst und generiert Ihnen unter eben genau in diesem Verzeichnis, das Sie vorher angegeben hatten als Target Namespace, generiert er Ihnen hier diese Java-Klassen. Also es ist genau der Target Namespace, den Sie hier unten im Eclipse sogar noch in dieser Property View eingestellt sehen. Dann sind Sie mit dem Generieren fertig. Jetzt können wir mal in diesen Namespace hineinschauen. Was ist da jetzt entstanden? Es sind vier Java-Dateien entstanden. Einmal die Datei Nodes, natürlich für das Nodes aus dem Schema. Dann die Datei Node, auch für die Node aus dem Schema, für diese beiden Entitäten, die in der Schema-Definition hinterlegt waren. Zudem eine Object Factory und die eigentliche Package-Info, die uns aber hier fürs Programmieren nicht weiter interessieren, die letzten beiden. So, jetzt erstellen wir also unseren Webservice anhand XSD. Wir haben jetzt also hier die einzelnen JAXP-Objekte, Nodes und Node, und erstellen zu jedem dieser beiden eine Ressource. Sie sehen ja, dass hier passend zu dem Namen, den wir angegeben hatten, ein Schema-Unterverzeichnis erstellt wurde, und wir legen unsere Ressourcen jetzt einfach eine Ebene höher in der Pakethierarchie. Und zunächst einmal schauen wir in diese Nodes-Ressource hinein. In der Nodes-Ressource, da werden wir jetzt eben unsere Methoden anlegen, die auf GET und auf POST reagieren. Wir tragen hier erneut den Path ein, unter dem das Ganze erreichbar sein soll. Ich habe jetzt hier auf den Kommentar verzichtet.
Es ist natürlich genauso, wie es eben war. Sie finden das Ganze wieder unter ihrer Base URL plus Project Name plus Path Annotation. Das werden Sie aber gleich im Browser auch wieder sehen. Diese Notes-Ressource, die bietet also jetzt letztlich Zugriff auf dieses Notes-JAXB-Objekt. Da es davon nur eins gibt, erstellen Sie sich hier eine statische Variable mit dem passenden Typ und instanziieren die auch gleich. Im nächsten Schritt können Sie also jetzt hier in der Ressource für Ihre einzelne Node, die Sie analog anlegen, vorgehen. Hier legen Sie aber keine statische an, denn Sie haben ja eine ganze Anzahl an einzelnen Notizen in Ihrer Notes-Liste, sondern Sie legen eine normale Member-Variable an. Und im Anschluss können Sie noch einen Konstruktor definieren, der genau gefüttert mit diesem JAXB-Objekt sich dann eine passende Ressource dazu anlegt. Nun brauchen Sie Methoden, um auf das Get reagieren zu können. Schauen wir also wieder in unsere Notes-Ressource hinein. Und Sie sehen hier, der Einfachheit halber produzieren wir mal Application XML. Das ist dann nämlich einfach die Repräsentation unseres JAXB-Objekts. Und oh Wunder, da sind wir mit einem einfachen Return dann fertig. Wenn Sie jetzt eine einzelne Node holen möchten, dann sieht das Ganze ein Stück anders aus. Da brauchen Sie dann ja eine ID. Und hier sehen Sie eben diese Angabe. Ja. Sie geben einen Pfad hinein mit diesem Platzhalter ID. Und dieser ID-Parameter, der wird hier über diese Annotation PathParam in diese Variable Index injiziert, in diesen Parameter Index. Und sie erzeugen sich dann einfach auf der Basis der zugehörigen Node, erzeugen sie sich diese neue Node-Resource und die können sie dann genau hier zurückgeben. Jetzt brauchen sie die eigentliche Node-Resource. Darin können Sie schlicht das Member zurückgeben. Das ist also wieder trivial. Sie geben die hier genauso als Type Application XML zurück, damit Sie im Ganzen dann auf eine solche Anfrage eines Clients, der sich den HTTP MIME Type wünscht, Application XML, ein sauberes XML ausliefern können. Jetzt müssen wir auch noch in unseren Schemaklassen ein Stück nachziehen. Wir schauen also hier in diese Schemaklassen rein, notes.java. Ah, hier sehen Sie einige Informationen, die für Sie mitgeneriert wurden. Und was Sie hier nachziehen müssen, ist eben dieser Hinweis, dass es sich hierbei um das Root-Element unseres XMLs handeln wird, das wir dann erzeugen wollen. Analog dazu müssen Sie in der Node-Ressource eine Annotation hinzufügen und das ist nämlich dann genau die, die sagt, wie komme ich denn hier hin zu dieser Node? Und hier sehen Sie, dass es genau diesen Pfad Node gibt und dass Sie sich in diesem Namespace befinden, den ich Ihnen eben schon genannt hatte, hft-stuttgart.de vs vs rest nodes schema. Den Rest hat JAXB für Sie generiert und damit können wir uns dann jetzt dem eigentlich neuen zuwenden, nämlich dem schreibenden Zugriff. Sie möchten also jetzt implementieren, dass man hier über Post neue Notizen hinzufügen kann.
Updates sind hier in unserem einfachen Beispiel mal nicht vorgesehen. Schreiben wir uns also einen Post. Na, und Sie sehen hier, das Post verarbeitet ganz genauso Application XML und Sie können hier eine Note hineingeben und geben eine Antwort wieder zurück. Na, bei Post, Sie wissen es schon, da wird eine Ressource erzeugt, also sollten Sie den Status Created setzen, wenn denn alles funktioniert hat. Und Sie sehen es hier schon, Sie fügen die Notiz einfach über eine eigene kleine Hilfsmethode hinzu, die diesen URI zurückgibt, wo dies Ganze hinzugefügt wurde. Das wissen Sie ja nicht vorher als Aufrufender, denn die ID wird ja erst zum Zeitpunkt des Aufrufs vergeben. Na, jetzt sehen Sie hier, die ID berechnen Sie sich schlicht aus der Größe dieser Liste und setzen die ID mal auf n minus diesen Index, sodass Sie auf jeden Fall einen eindeutigen Wert haben. Und die ID war ja als String definiert, deswegen hängen wir hier dieses Präfix davor. Die eigentliche URI, die da entsteht, die können wir uns aus diesem URI-Info Member herausziehen und von da aus unseren absoluten Pfad bauen lassen mit eben dieser neuen ID. Sie wissen ja, dass Sie dann über Slash und ID entsprechend zugreifen können unter der Hauptressource. Sie gehen dann her und fügen natürlich die eigentliche Notiz, die hier entstanden ist, auch Ihrem Array hinzu, damit sie in der Verwaltung mit drin ist, beziehungsweise Ihrer Liste. Im Anschluss geben Sie genau diese Location zurück. Jetzt sehen Sie ja diese Post-Methode für Application XML. Die ist natürlich für automatisierte Verarbeitung, was ja letztlich das Ziel unserer Web-Services war, sehr komfortabel. Allerdings nicht ganz so komfortabel, wenn Sie jetzt manuell irgendwelche Notizen einpflegen möchten. Wenn Sie manuell irgendwelche einpflegen möchten, dann möchten Sie eigentlich genau auf den Webbrowser wieder zurückgreifen, der Ihnen die Daten erlaubt einzupflegen über HTML. Und dafür können Sie sich eine einfache HTML-Seite erstellen, die dann zum Beispiel ein Formular beinhaltet. Und in diesem Formular halten Sie eben genau die passenden Parameter bereit, die Sie brauchen, um so eine Notiz anzulegen, und der Benutzer füllt diese mit Daten. Dann müssen Sie also eine weitere Post-Methode erstellen, die hier annotiert ist mit Consumes und als Media-Type eine Form hat. In dem Beispiel jetzt hier haben wir eine Earl-encoded Form gewählt. Das ist einfach die Frage, wie Sie das aus dem Formular übergeben möchten. Das kennen Sie vielleicht noch aus der Internetprogrammierung, dass man mehrere Möglichkeiten hat, Formulardaten zu übergeben. Ansonsten braucht es Sie momentan in der Tiefe auch nicht weiter zu interessieren. Was für uns hier wichtig ist, ist eben, dass diese Formularparameter jetzt hier über diese Annotation addFormParam mit dem passenden Namen hier, den Sie dem Formularelement jeweils vergeben haben, injiziert werden können in diese angegebenen Parameter. Und ich habe eben hier genau diese drei, die wir uns als Attribut definiert hatten, die der Benutzer frei wählen kann, nämlich die E-Mail, den Titel und den Inhalt. Es ist auch klar, die ID vergeben wir ja hier gerade eine Methode höher automatisch. Das heißt, an der Stelle kann der Benutzer nichts eingeben. Wir müssen also nur diese drei prüfen. Was Sie hier jetzt ganz nebenbei auch noch sehen, ist, dass Sie Fehlerverarbeitung betreiben können. Sie können also eine Exception werfen, die letztlich aber dazu führt, dass eben Ihre Response mit einem bestimmten Status gefüllt wird, nämlich hier 400. Sie wissen ja, im HTTP-Protokoll 200 wäre die OK. 400 ist eben genau ein Fehler. Schön wäre es natürlich, hier den Code dafür zu benutzen und das also aus einer Enum zu nehmen, sodass es entsprechend benannt ist und eben nicht statisch hier einzutragen. Ich habe es jetzt mal statisch eingetragen, damit Sie diesen Code leichter nachvollziehen können, weil Sie den Code 400 eben in unserer HTTP-Einleitung schon gesehen haben. Sie legen also dann, wenn es keinen Fehler gab, wenn alle Felder sauber gefüllt sind, legen Sie hier eine neue Node an. Bei dieser Node rufen Sie die passenden Setter auf und danach können Sie wieder Ihre Hilfsmethode addNode verwenden und geben auch genau hier wieder diese passende Response heraus.
Damit sind Sie jetzt schon fast fertig. Das Einzige, was Sie jetzt noch überlegen müssen, ist, wie sieht Ihre HTML-Seite aus? Naja, und dafür können Sie sich ein ganz einfaches kleines Formular stricken, das Sie dann verwenden. Und es ist wie in einer guten Kochsendung. Nicht nur das XML habe ich vorbereitet, sondern Sie haben vielleicht hier in der Mitte schon gesehen, es gibt auch schon ein verzeichnis HTML und da drin ruht eben genau eine Seite Notes HTML. Die beinhaltet nichts mehr als ein einfaches Formular. Ja, jetzt habe ich es hier gleich geöffnet. Ich kann Ihnen auch die Quelltextansicht zeigen. Öffnen wir es mal. Und dann sehen Sie, der ruft genau diese URI auf, die vordefiniert war durch Localhost 8080, dann unseren eigentlichen Projektnamen RestNotes und dann diesen angegebenen Path Notes, ruft es auf mit der Methode Post und hat als Encoding-Type genau diesen Application Form URL encoded angegeben, sodass das zusammenpasst mit dem Typ, den wir erwarten. Und Sie sehen es dann, Sie können hier schlicht in dem Form so eine kleine Tabelle befüllen als Benutzer und haben hier einen Speichern-Button, den Sie dann drücken können. Das sieht dann eben hier ganz einfach aus, dass Sie diese neue Notiz haben, die Sie befüllen können. Jetzt ist momentan unser Tomcat-Server noch gar nicht gestartet, deswegen können wir das nochmal einen Augenblick schließen. Ja, was ist hierzu noch zu sagen, was sehr schön ist an dieser Lösung? Durch diese Verwendung von JAXB müssen Sie sich eben gar nicht um die passenden XML-Tags kümmern, sondern das haben Sie alles generiert, während Sie ja in dem einfachen Hello-Beispiel noch das komplette HTML händisch erstellt haben. Sie könnten sich natürlich überlegen, ob Sie für den Einsatz dieser HTML- oder XML-Erstellung das Visitor-Pattern anwenden, das Sie sicher auch mal kennengelernt haben und schreiben hier jeweils Visitors für die einzelnen Knoten, die dann Ihnen Ihr HTML erzeugen. Das ist aber relativ aufwendig und natürlich auch in gewisser Weise fehleranfällig gegenüber der Nutzung der standardgenerierten JAXB-Objekte. Jetzt haben wir noch dieses Thema, wie deployen wir unsere Applikation? Ich habe eben schon gesagt, es war ein leichter Frühstart, dass hier Eclipse den Webbrowser schon geöffnet hat für die HTML-Seite. Ja, wir haben wieder eine Application-Klasse und die sieht genauso aus wie die in dem Hello-Beispiel. Hier ist also überhaupt keinerlei zusätzliche Komplexität nötig. Das Einzige, was hier anders ist, ist der gewählte Name. Und natürlich können Sie auch hier wieder sagen, dass Sie die auf dem Server laufen lassen wollen. Gehen also hier Run As, Run on Server. Sie wählen sich den passenden Tomcat aus. Jetzt könnten Sie auch beide parallel laufen lassen. Wir nehmen einfach mal das Hallo-Beispiel wieder raus und konfigurieren das Ganze. Und daraufhin wird er jetzt den Tomcat wieder starten. Und danach können wir eben auch unsere Notes hier befüllen. Ja, Tomcat gibt Ihnen wieder an der Kommandozeile, an der Konsole hier einige Nachrichten aus. Unter anderem auch die, das können Sie validieren, dass es geklappt hat. Eclipse öffnet schon wieder voreilig einen Webbrowser, der hier nicht zum Erfolg führt, aber wir haben ja unser HTML in Vorbereitung und das können wir dann einfach nutzen. Das funktioniert nämlich schon, da steht ja auch das Richtige drin. Jetzt öffnet es im Editor. Können wir also hier den Webbrowser wieder aufrufen. Und wenn wir jetzt hier etwas eintragen, das Ganze abschicken, dann ist diese Notiz auch da. Dann schauen wir uns das Ergebnis noch im Browser an und sehen hier, dass wir unter der UI Localhost 8080 Rest Notes jetzt eben genau diesen Eintrag erreichen, den ich eben im Eclipse-Formular vorgenommen habe. Und hier sehen Sie, dass dann meine erste Notiz in dieser Liste ist.
Jetzt haben wir es uns natürlich sehr einfach gemacht, indem wir hier keine Anbindung an irgendeine Persistenzschicht dahinter gebaut haben. Das heißt, sobald wir unseren Tomcat-Server stoppen, ist diese Liste verloren. Das wäre aber eine kleine Fingerübung, das umzustellen auf JDBC zum Beispiel im Hintergrund und das Ganze in eine Datenbank zu persistieren. Und damit haben Sie eben hier den Überblick über dieses Gesamtprojekt, was wir erstellt haben. Sie sehen, eigentlich ist es gar nicht viel. Es sind zwei JAXP-Objekte, zwei passende Ressourcen, die Sie anlegen, die die Verbindung herstellen zwischen der REST-Ressource und dem JAXP. Dann das eine Application Java, was Sie brauchen, um Tomcat zu konfigurieren, ohne eine WebXML bearbeiten zu müssen. Die HTML-Seite ist eigentlich nur für den Komfort und natürlich das Schema, was unser Modell darstellt. Und dann brauchen Sie natürlich noch die Jars von Jersey, um überhaupt das API nutzen zu können. Gehen wir also wieder zurück zu unserem PowerPoint und schauen nochmal drauf. Wir haben jetzt also die Alternative 1 umgesetzt, haben Entitäten aus einem XML-Schema generiert nach dieser Umsetzungsanleitung. Zum Schluss möchte ich auch noch auf die Vorteile und Beschränkungen von REST hinweisen. Vorteile sicherlich, das Konzept ist sehr einfach verständlich. Sie haben eine, formulieren wir es mal vorsichtig, teilweise selbsterklärende Schnittstelle. Sie setzen auf ausschließlich bekannte Standards auf. HTTP dürften Sie eigentlich zumindest zum Teil schon kennen. HTML sollten Sie kennen aus der Internetprogrammierung. XML sollten Sie kennen aus Programmieren. Also Sie müssen eigentlich gar nicht viel tun. Das ist das Charmante an dieser Idee, dieses REST-Ansatzes aus der Dissertation von Herrn Fielding, dass eben die Idee so einfach und naheliegend ist, dass bis dahin niemand darauf gekommen war. Es ist grundsätzlich programmierbar, auch mit jeder Programmiersprache, die HTTP-Behandlung versteht oder notfalls auch eine Textdatei. Wenn Sie dieses Request umleiten in eine Textdatei, könnten Sie es auch dann dort noch bearbeiten. Das wäre dann aber schon relativ umständlich. Aber die meisten Programmiersprachen unterstützen ja auch eine Behandlung von HTTP-Requests. Beschränkungen bei diesem REST-Ansatz. Also das eine Wesentliche ist, Sie haben es gesehen, Metainformationen sind nicht innerhalb des Standards verfügbar, zumindest nicht innerhalb des ursprünglichen REST-Ansatzes. Sie haben dann eben die Möglichkeit, diese WADL-Dateien zu hinterlegen oder auch XSDs zu hinterlegen, die Sie verwendet haben für Ihr Modell. Das erklärt dann schon ein bisschen mehr, aber eigentlich auch nur die Modellzusammenhänge und noch nicht die Aufteilung auf die URIs, die ja unter anderem auch in den Annotationen in ihren Java-Klassen drinstecken. Der ganze Ansatz ist zudem schwierig erweiterbar um zusätzliche Aspekte. Denken wir an Sicherheit, das werden wir nachher in dem generelleren Ansatz in der nächsten Vorlesung noch sehen, oder auch Signalisierung von Fähigkeiten. Was leistet eigentlich unser Service? Das können Sie über weitergehende Ansätze wesentlich leichter zusätzlich spezifizieren oder auch Ihre Requests und Ihre Antworten um solche Aspekte erweitern. Wenn Sie jetzt anfangen und tatsächlich die Semantik auf den Requests spezifizieren, zum Beispiel indem Sie passende XML-Begleitdateien bereitstellen, dann kommen Sie aber natürlich wieder dahin, dass Sie einen Gutteil dieser Einfachheit aufgeben und damit auch einen der wesentlichen Vorteile von REST. Nichtsdestotrotz gibt es eben viele große Firmen, die heute auf REST setzen, die teilweise sogar SOAP-Interfaces abgeschaltet haben. Ganz große wie eBay zum Beispiel. Amazon bietet ihnen auch REST an. Und demnach sehen Sie schon, dass dieses Konzept sehr viele Anhänger gefunden hat, auch mächtige Anhänger und durchaus solche, die auch viele Entwickler ansprechen und deren Services viele Entwickler nutzen. Soweit für den ersten Vorlesungsblock, Web Services allgemein und Web Services in REST, möchte ich mich an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und Ihnen bei der folgenden praktischen Übung viel Spaß wünschen.